Hey, McCain, do you have some cigarettes? You know what the captain said. Cigarettes can alert the Germans. I'm dying for a cigarette, literally. How far is the headquarters in Carentan anyway? It's still like 10 miles. We gonna take a break soon, but we must be careful. I know, the Germans are near, blah blah blah. When we see them, we gonna send them back to Germany and we are home before Christmas. Gunther, wir haben eine Mission vom Obersturmbahnführer Smith. Amerikanische Truppen versuchen, Carentan zu erreichen und wir sind mittendrin. Oh schön, ich habe genug mit diesem Camp und freue mich auf etwas Action. Müssen wir den amerikanischen Vormarsch von stoppen, Heino? Nein, wir wissen noch nicht genau, wo sie sind. Wir müssen auf Patrouille, um nach den Amerikanern zu suchen. Okay, lass uns gehen, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wie viele amerikanische Verstärkungen werden erwartet? Sie waren klug genug, um einen Hafen in Aromanchen-les-Bains zu bauen. Die Versorgung dauert den ganzen Tag. Es könnten also Tausende sein? Ja, das könnte es, aber unsere Wehrmacht ist viel größer, also mach dir keine Sorgen, Gunther. Oh nein, ich habe volles Vertrauen in unsere Wehrmacht und unseren Führer. Wir sind die stärksten der Welt. Es ist so? Wir werden den Angriff abwehren und sie zurück ins Meer schicken. McCain, you know if there are any girls at the headquarters? I don't think so. We are in the middle of the war, Ryan. After we liberated Europe from Hitler, the girls are coming to us like bees on sweet honey. Let's end this war right away. Von hier aus können Sie Kilometer weit sehen. Ich kann diesen sehen, Gunther. Wenn die Verstärkungen kommen, werden wir es sehen. Haben Sie heute Abend etwas für den Kabarettabend im Lagertheater vorbereitet? Oh nein, ist das heute Nacht? Willst du mich verarschen? Nein, schon gar nicht. SS-Kommandant von Rebensburger kommt gerade für diesen Abend in unser Lager. Sie müssen mir helfen. Sie schämen keinen Bruder für unser gesamtes Bataillon? Okay, Ryan, we gonna take a break for a couple minutes. All right. I thought you never gonna say it. Can you believe that, bro? They dropped the most of our guys behind the German front lines? Some of my friends are still lost. Yeah, that was definitely not good. Not good? It was a big fail.
They send us right away into dead. No, bro. You send yourself into dead when you signed up for this stupid war. Yeah, I guess you are right, Ryan. And now we must finish this so we can free Europe and free the world from bad things. Yes, McCain, that is the spirit. Bros for life. I'm sure I heard that slogan before. Germans. What? Over there near the tree. Hide, bro, and hope they not spotted us. I am very excited now. Nach den erhaltenen Informationen ist dies ein entscheidender Punkt in der Region. Warum sollte das so sein? Ist das wegen der Eisenbahn, die hier fährt? Ja, und auch die Lage, weil es hier von Bergen umgeben ist. Wenn die Amerikaner vom Meer nach Carentan fahren, sie müssen hierher kommen, also haltet die Augen offen. Da geht Hauptmann Strudels Panzerzug mit allen Waffen und anderen Vorräten. Das stimmt, ein guter Freund von mir ist in der Zugwache. Amerikanischer Jeep, dort auf dem Hügel. Scheiße, du hast recht. Hätten sie uns gesehen? Keine Panik, stell dich einfach hinter die Kanone. Schießen. Oh no, they see us. Shoot them back, bro. Shoot. Wir müssen den Jeep zerstören, dann haben sie keine Deckung mehr. We must go forwards. Here we are shooting ducks. We have to hold on until our reinforcements are there. Do
you see that ditch over there? Go, I cover you. Dich nicht verstecken, gib einfach auf. No, we never give up. That's right, bro. Hold on. German Stuka. Hide. They're in the tunnel. Where the hell they came from? They must call their air support. I have a plan. All right, let's do it. Yes, it worked. Yeah, let's go.